Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Linkels Abenteuern in Press of the Wild. Ich bin euer Basti, ich freue mich, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Unsere Suche geht weiter. Ich muss erst mal schauen, dass ich irgendwie diesen Stempel löschen kann. Wir haben noch dort irgendwo in dieser Richtung einen Grog versteckt. Den werden wir uns jetzt noch holen und dann werden wir uns langsam aber sicher auf den Weg zu den Soras machen. Und sie... Na, großartig. Schön. Ja, Moment. Ich würde vorher gerne noch diesen Ivarok platt machen. Hui! Bernstein, Saphire, Topase, alles meins. Sehr schön. Können wir nämlich alles verkaufen, gibt jede Menge Geld, brauchen wir, um in Hateno ein Haus zu kaufen. Da brauchen wir ziemlich viel Geld und jetzt müssen wir mal sehen, wo sind wir hier eigentlich hingekommen. Eigentlich klein. Wir sind doch in der Nähe von. Wir sind in der Nähe von Hateno. Und eigentlich könnte man die Quest starten. Ich glaube auch, wir brauchen dazu ziemlich viel Bauholz, wenn mich nicht alles täuscht. Nicht Bauholz, sondern Holzbündel. Und dieser Moblin hier vorne, oder Bocklin, den möchte ich jetzt auf jeden Fall erstmal noch... Oh. Moment. Nee. So, mit dem Feuerschwert geht das alles ein bisschen schneller hier. So, du verbrennst und bist tot. Okay. Möchte ich alles mitnehmen? Wischmops möchte ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Hier hinten ist noch so ein Vieh. Okay, sehr gut. Vielleicht hätte ich einen... Moment, ich muss ja auch diese komischen Keulen da... glaube ich, fotografieren, ne? Den Bockstock. Muss ich die Hörner auch fotografieren? Ne, also Zutaten muss ich nicht fotografieren. Okay. Den kann ich nicht mitnehmen. Moment. Der Besen ist sogar stärker als... Okay. Und eine Hacke haben wir hier. Aber die hätte ich vielleicht fotografieren sollen erst. Na gut. Und da sind noch mehr so eine Viecher. Okay. So, dann nehme ich die Hacke. Oh Gott. Komm schon, Linkel, steh auf. Meine Güte, kann doch nicht wahr sein. Oh. Der hat sogar welche angegriffen hier. Oder die. Könnte eigentlich eine Belohnung geben, muss ich sagen. Wer bist du hier? Ja. Belis, sei gegrüßt, junger Wanderer. Ich bin Belis, der Schatzsucher. Sicher hast du bereits von mir gehört. Nö? Irgendwie tragisch. Die Wächter, die geschaffen wurden, die Leute zu beschützen, werden nun von allen gehasst und gefürchtet. Hey du, bist du an Wächteranteile interessiert? Was hast du denn zu verkaufen? Zeig mal. Antike Schrauben, antike Zahnräder, antike Federn. Na, was brauche ich denn eigentlich? Ich habe eigentlich gar nicht so viel Geld. Ich nehme aber trotzdem alles mit. Und für 120, das kann ich mir nicht mehr leisten. Okay. Warte mal, ich habe doch hier... 210 gibt der mir nur. Naja, das ist ja egal, aber ich brauche ja Geld. Ich verkaufe die mal alle 6. 1260 Rubine, jawohl. Und ich habe auch noch... Op
Pale. 5 Stück, da gibt es nur 60 dafür. Das ist nicht so viel. Aber eigentlich... Ja, kann ich auch alle verkaufen. Sind nochmal 300 Rubine. Da habe ich wenigstens ein bisschen Geld wieder. So, und jetzt kriege ich noch dein antikes Zahnrad hier für 120. Und dann habe ich alles ausgekauft und dann kannst du weiterziehen, weil ich bin auf der Suche nach einem Krog hier, der sich hier irgendwo befinden soll. Scheinbar hier oben auf dem Baum. Irgendwo. Dort drüben. Okay. Nee, auch nicht. Okay. Ach, ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Aber keine Bombenpfeile nehmen, sondern normale Pfeile, bitte. So, haben wir den im Baum hier auch entdeckt. Sehr schön. Mach's gut. Tschüssi. Ich kann den Stempel löschen. Dann hätten wir da noch einen. Wenn wir hier weitergehen, gibt es dort unten auch noch einen. Die... Na, die können weiterjagen. Das stört mich jetzt nicht so. Mal gucken, was es hier unten gibt. Aber war ich hier nicht schon mal? Bin mir nicht so wirklich sicher, ob der Krog sich hier unten befindet. Der könnte natürlich auch irgendwo hier oben sein. Weil hier unten war ich ja schon mal und da habe ich ja nichts gefunden. Ich sehe auch nicht, dass hier irgendwo ein Stein liegt, oder? Ich wollte hier nicht runter. Oder kann ich irgendwas wegsprengen? Wie gesagt, ich war hier schon mal. Aber irgendwo soll sich hier einer befinden. Ach Mann, hier ist er doch, oder? Ich bin so doof. Ja, ich hab dich entdeckt. Alles gut. Alles gut. Mann. Ganz schön schwierig manchmal. So, jetzt teleportieren wir uns aber. Aha, wenn wir dahin müssen, könnten wir uns hier unten zu dem Schrein gleich teleportieren und dann den Bereich aufdecken. Den Rest können wir ja dann so suchen. Weil ich würde jetzt wirklich gerne zu den Soras gehen. Und wie gesagt, noch ein bisschen, ja, den ersten Titan schon machen. Ist vielleicht in meiner Situation noch nicht so gut. Ich bräuchte auf jeden Fall mehr Herzen erstmal. Okay, erstmal den Exhalfors hier. Okay, dann nehmen wir ein Feuerschwert. Ich glaube, mit dem Feuer sind sie gleich kaputt, weil die Exhalfors sind, glaube ich, Wasserwesen. Dann nehmen wir die Exhalfors-Lanze, die fotografieren wir auch gleich. Die können wir auf jeden Fall mitnehmen. Weil die haben gerade keine Gegenstände getroppt, das ist ärgerlich. Was bist du denn da? Oh, den haben wir auch noch nicht. Ein Blaufederreiher. Na gut, nehmen wir dich auch mit. Da haben wir noch einen Exhalfors. Und irgendwo müsste hier ein Sora rumpaddeln, eigentlich. Ja. Da ist ein Sora. Lilula. Hallo? Entschuldige bitte kurz. Hallo? Hey, ich bin hier. Ja, ich sehe dich nicht. Du hast dich gerade versteckt. Huch, du bist ein Hylianer. Ja, oder? Du hast keine Schuppen. Du kommst genau zur richtigen Zeit. Auf Befehl von Prinz Sidon sind wir gerade alle auf der Suche nach einem Hylianer. Und nein, ich habe nichts im Wasser geplanscht und gefaulenzt. Prinz Sidon ist der Sohn des Königs der Soras. Er wartet an der Ingogo-Brücke hinter dem hohen Turm. Würdest du dorthin gehen? Und tut mir leid, dass ich dich plötzlich so einspanne. Aber es handelt um eine Sache um unglaublicher Wichtigkeit für uns Soras. Ach, und wenn du mit Prinz Sidon sprichst, sag ihm bitte nichts davon, dass ich hier im Wasser plansche, ja? Okay, ich bin mal so lieb und sage nichts, dass du im Wasser planscht. Warum auch? Ich möchte lieber auf diese Säule hier klettern. Aber ich hab ja mein Kletter-Dings nicht an hier. Das würde ich aber gerne anziehen, weil damit komme ich hier definitiv nach oben.
Und vielleicht sehe ich hier auch noch den ein oder anderen Schrein. Wir könnten natürlich jetzt den Turm sofort erklimmen, ne? Ich glaube, das machen wir auch, nachdem wir hier diese Kiste geholt haben. Mit Bombenpfeilen, das ist immer gut. So, was haben wir denn da? Ist das ein Wächter? Ja. Ach du Scheiße. Okay. Vielleicht sollte ich dann doch lieber nicht bei dem Wächter dort lang gehen. Oder ich müsste Astrobello im Akala-Institut finden. Das muss ja hier auch irgendwo sein, oder? Täusche ich mich da jetzt? Bin ich mir nicht so richtig sicher. Wo muss ich denn da dann hin? Ach, das ist ganz dort oben. Das ist ja sogar noch weiter. Okay. Dann vielleicht doch lieber das mit den vier Titanen. Aber dort hinten ist noch ein Schrein und ein Stall. Vielleicht sollte ich da zuerst hingehen. Vielleicht sollte ich da zuerst hingehen. Okay, das ist ein Elektropyromagos. Du schießt mit oh mein Gott, ich kriege ich ja nicht mal. Oh Gott. Mann, ich muss schauen, dass ich den platt kriege. Oh Gott. Mein Schild ist weg und mein Schwert ist weg. Elektrofederbeißerflügel, ja, kann ich gerade nicht gebrauchen. Okay. Oh, jetzt bist du endlich platt. Hui. Oh, den hätte ich. Ach nee, den habe ich ja fotografiert. Und den Elektrostab fotografiere ich auch mal. Ein Elektrostab. Der Stein des Stabes soll die Wut des Gewitters des Hyrule-Gebirges. Ja, komm. Dann schmeiße ich dich mal weg, nehme den Elektrostab und dann gehe ich erstmal hier hinter zu dem. Ist hier irgendwas drin? Ne, nur Wasser. Okay, zu dem Schrein. Der ist ja, glaube ich, gar nicht so weit weg, oder? Naja, doch, ist schon ein ganz schönes Stückchen hier. Da ist zwar ein Stall, aber ich müsste vielleicht erst den Turm aufdecken. Ah, das ist schwierig. Das war ein Eichhörnchen, Mist. Das hätte ich fotografieren sollen. Okay, oh, das arme Pferdchen. Naja, gut. Damit musst du jetzt leben. Mein Elektrostab zerbricht zwar gleich, aber ich denke mal, ein Bocklin kann ich damit noch schocken. So, da hinten ist der Stall. Okay. Ja, vielleicht, ah ja gut, ich gehe erst zu dem Stall. Wir haben schon lange keinen Schrein mehr gemacht, muss ich sagen. Wir haben, glaube ich, erst ein Zeichen der Bewährung wieder. Deswegen würde ich doch wirklich gerne diesen Schrein. Mann. Hey du da, was willst du denn hier? Ich frage mich mal, willst du bei uns in der Jägerbande mitmachen? Jägerbande? Eine kampferprobte Drucker und meist. Ach ja. Ach so, dich kennen wir ja schon, ne? Okay. Das ist zerbrochen. Nö. Ich mach bei dir nicht mit. Es tut mir leid. Aber diesen Kampfsammler fotografiere ich. Ich hätte vielleicht den auch fotografieren sollen.
Rubine und Rubine und Bananen hat er hier troppen lassen. Okay, und hier ist ein Schrein in der Nähe, das weiß ich. Zu dem möchte ich ja jetzt auch. Haben wir die schon? Ja, die haben wir schon. Okay. Und wir sind in einer sehr regnerischen Gegend jetzt hier gerade gelandet. Man kommt hier immer so schnell von seinem Ziel ab, muss ich sagen, weil es gibt so viel zu entdecken hier. Okay, das ist nur krass. Stall der Sümpfe. Na gut, dann ganz schnell zu dem Schrein. Wie gesagt, wir haben schon lange keinen mehr gemacht. Deswegen werden wir uns jetzt diesen Schrein auch mal etwas genauer ansehen. Mal sehen, was uns da drinnen erwartet. Ja, wir haben erst ein Zeichen der Bewährung und ich brauche noch ein paar mehr. Okay, wieder Eis brauche ich hier. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Kaya Miwa. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Beschirmendes Wasser. Gut. Das sollte ich eigentlich hinkriegen. Machen wir da einen hin. Und... Nee, Moment, wir müssen erstmal ja üben einen hinmachen. Und da dann einen hin. Und dann müsste ich hier eigentlich nach oben kommen. Oh mein Gott, okay. Das ist ein Wächter, der ist aber gleich tot. Gut. Sehr schön. Gibt es hier vielleicht irgendwo noch eine Truhe drin? Nee, nicht wirklich. Okay. Wir sind noch mehr Wächter. Oh mein Gott. Aber mit den Eisfällen hat das ja eigentlich ganz gut geklappt. Die zu erledigen. Ja, das hat ganz gut geklappt. Jetzt kann ich hier auf das Floß. Und dann müssen wir mal sehen. Da ist noch eine Truhe. Wie mache ich die Truhe auf? Ah, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, okay. Darüber. Nein. Oh Gott. Oh shit. Ist ja auch nicht so einfach, da reinzukommen. Scheiße, Mann. Das ist gar nicht so einfach, dort rüber zu kommen. Oh, ich möchte die aber gerne mitnehmen. Das ist, glaube ich, die einzige, die es hier gibt, ne? Ein Ritterschwert. Oh, das soll ich ja sogar zeigen. Jemanden, ne? Na gut, dann nehmen wir die Lanze weg. Nehmen die... das Ritterschwert mit. Das ist, glaube ich, bei so einem kleinen Jungen in Hateno. Nee. Wir haben noch nicht alle... Wir haben noch nicht alle Kisten hier gefunden. Das gibt's doch gar nicht. Aber wenn ich jetzt hier runterfalle... Also ich kann wahrscheinlich dort rüber. Aber hier muss noch eine andere Kiste sein.
Wahrscheinlich da vorne, da muss ich nochmal hier reingehen. Weil dort unten ist definitiv nichts mehr. Nee, ich habe noch nicht alles gefunden hier. Und hier dahinter gibt es die nicht. Die muss irgendwo in dem ersten Bereich sein. Also ich muss hier nochmal definitiv reingehen. Willkommen, Pilger. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Ja, danke. Aber hier fehlt auf jeden Fall noch eine Kiste. Ich werde nochmal den Schrein betreten und nochmal ein bisschen suchen. Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir irgendwo noch eine Kiste finden. Zumindest regnet es nicht mehr. Das ist ja schon mal sehr gut. Okay. Wie gesagt, wir haben noch nicht alle Kisten hier. Wir haben noch nicht alle Kisten hier drin gefunden. Das ist schwierig vielleicht. Aber hier vorne zum Beispiel ist ja gar keine Kiste. Hier vorne ist ja gar keine Kiste. Die muss eigentlich in dem zweiten Bereich hier sein. Kann ich mir nur vorstellen. Hier ist sie nicht. Die kann theoretisch gesehen nur hier drinne sein. Aber hier ist er auch nicht. Huhu. Vielleicht dort hinter, dort oben. Schwierige Sache. Schwierige Sache. Die da habe ich ja. Boah, und hier ist wirklich nichts. Ist das dort hinten eine Truhe? Das kann ich mir aber eigentlich auch nicht vorstellen. Doch, das ist eine Truhe. Oder? Bin ich jetzt blöd? Ja. Okay. Ein antiker Reaktorkern. Jetzt haben wir alle. Okay, dann kann ich ja eigentlich den Schrein hier gleich wieder verlassen. Sehr schön. Okay, wir haben alle Truhen in dem Schrein gefunden. Dann können wir uns ja noch an dem Stall ein bisschen umsehen. Aber wir müssen ja eigentlich dort hinter zu dem... Hallo, wo ist hier der Eingang? Ach, hier ist der Hund. Und hier ist, Kashiwa. Wäre es mit einem Liedreisender? Nanu? Das ist an deiner Hüfte da. Ach, es ist nichts. Tut mir leid. Wir haben uns eben erst getroffen. Und ich, wer bist du? Oh, hast du noch nie einen Orni gesehen? Ach, wo sind nur meine Marinieren? Ich bin Kashiwa und ich bereise die Welt auf der Suche nach alten Liedern. Kennst du die alten Lieder von Hyrule? Die alten Lieder, sie handeln von Helden, die viele Prüfungen gemeistert und die Verheerung aufgehalten haben. Eines der bekanntesten dieser Lieder handelt von einem Helden, der vor über 1000 Jahren die Verheerung abwehrte. Möchtest du das alte Heldenlied hören, das mein Meister mich gelehrt hat? Oh. Mit Vergnügen, legen wir los. Na dann mach mal. Hyrule, stolze Blüte unserer Welt, wurdest seit eh vom Bösen gequält. Des immer wiederkehrenden Unheilssame, Ganon, die Verheerung, war sein Name. Doch Hyrule war nicht hilflos verloren, denn immer wurde ihm Schützer geboren. Ein Ritter mit den Heldenglut, die Prinzessin mit der Göttinblut, gemeinsam trotzten sie Ganons Wut.
Kunde der Schlachten zwischen diesen Gewalten ist uns in alten Liedern erhalten. Und hier nun folgt ein chlorreicher Gesang, wie man vor 10.000 Jahren Ganon bezwang. Ja. Das mächtige Hyrule konnte alles wagen, brauchte nicht einmal vor Monstern zagen. Mit sämtlichem Wissen und sämtlicher Macht war ein neuer Plan gegen Ganon erdacht. Ich glaube, das ist die Geschichte, die uns Dings erzählt hat. Eine große Armee beflissener Maschinen sollte Held und Prinzessin im Kampfe dienen. Impa hat uns die Geschichte ja schon erzählt. Man baute Tiere mächtiger als wir ahnen, von riesiger Größe die heiligen Titanen. Ach, schön. Dazu Maschinen, selbstständige Fechter, ihre eifrige Schar nannte man Wächter. Um die mächtigen Titanen zu bewegen, entsandte jedes Volk ihren stärksten Degen. Held, Prinzessin, Wächter, Titanen, das Heer empfing Ganon mit fliegenden Fahnen. Aber es ging nicht gut, ne? Die Verheerung erwachte und wütend wild, es war ein schreckenerregendes Bild. Oh. Gegen das Heer verlor Ganon nicht seinen Mut, er kämpfte die Helden mit verdoppelter Wut. Er bekämpfte die Helden mit verdoppelter Wut. Während die Wächter an der Seite der Helden fochten, die Titanen Ganon zu schwächen vermochten. Des Helden Bandschwert durchbohrte ihn und durch die Prinzessin Macht ein Siegel erschien. Die Verheerung Ganon war damit geschlagen, so endet das Lied von vor 10.000 Jahren. Ach, schön. Schön, schön, schön. Wir haben zwar die Geschichte schon gehört, aber mit diesem Lied wurde nochmal hervorgehoben, wie schlimm es oder wie schön es damals war, bis Ganon aufgetaucht ist. Danke fürs Zuhören. Wenn dir wieder mal der Sinn nach einem Liedchen steht, komm vorbei. Alles klar. Hallo Hündchen, du zeigst mir doch wahrscheinlich wieder eine Kiste. So, wenn ich dir jetzt nämlich hier Futter gebe, dann hoffe ich doch, dass du diese Äpfel aufmumpelst. Und dann mal sehen, wie viel du fressen musst, damit du mir den Weg zur Schatztruhe zeigst. Ich kann schon mal dieses Magnetmodul ausrüsten. Ja, komm schon. Es geht langsam los. Och, wie viel willst denn du noch fressen? Du bist ganz schön verfuttert, du kleines Hündchen. Aber jetzt ist es soweit. Du zeigst uns den Weg zur Kiste. Sehe ich sie schon irgendwo hier? Nee, noch nicht. Oh, ein Fittling. Den hätte ich vielleicht fotografieren sollen. Hündchen, wo genau möchtest du mit mir hin? Ich folge dir, ich folge dir. Die Kiste, die hier ist, weit versteckt. Ich sehe sie immer noch nicht. Gibt's doch gar nicht. Ach, alles klar. Oh. Und die erschlägt mich direkt. Okay, was bekommen wir? Ein Opal. Na, den kann ich doch gerne mitnehmen. Ha, ich würde doch gerne den Honig da mitnehmen. Aber ja. Moment, hier sind noch viele Sachen zum Fotografieren. Okay, Schleichglöckchen habe ich schon. Eine Maxi-Rübe habe ich noch nicht fotografiert. Oh, die kann ich auch suchen. Weil mit denen kann man ja richtig gut kochen, ne? So, du Ziege, du rennst sowieso weg. Ja, renne weg, komm. Ich möchte mich noch ein bisschen im Stall umsehen. Weil der Hund hat mich ja wirklich jetzt ganz schön weit weggeführt. So, Kashiwa habe ich, glaube ich, in meinem ersten LP in
Goronia, glaube ich, getroffen. Heißt das Goronia? Ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, Holzverlags kann ich nicht mitnehmen. Naja gut, dann kann ich die Fackel wegschmeißen und nehme mir lieber die Holzfäller-Axt hier. Okay, hier kann ich jetzt übernachten. Da ist Terry, Kangas. Hey, wie geht's dir? Was hast du denn? Oh, ich sehe, sie haben einen Schwertkäfer. Ich liebe Schwertkäfer. Wären sie gewillt, ihn mir zu geben? Vielleicht gibt's ja auch eine gute Medizin dafür. Okay, wir tauschen. Kraftmedizin. Der Stärkeeffekt stimuliert deine Muskeln und erhöht so deine Ausdehnungskraft aller Art. Ich freue mich so. Danke, der Käfer ist mein Schatz und ich werde ihn wie ein Freund behandeln. Okay, ich möchte gerne 20 Holzpfeile haben. Geld habe ich ja sowieso genug. Ja, 120 Rubinen machen wir mit. Und dann würde ich gerne noch den Holzpfeil nehmen. Löschflügler. Ja, komm. Wir kaufen alles, was du hast. Und eine Fitkröte habe ich, glaube ich, auch noch nicht, ne? Aber die nehmen wir nicht mit. Okay, das reicht. Aber vielleicht hast du ja ein besseres Angebot für mich. Ich muss mal gucken. Ich habe 17 mal Bernstein. Kann ich eigentlich 13 verkaufen? So, und dann habe ich doch, glaube ich, noch... ein Topaz. Ne, den einen Topaz behalte ich mal. Den Reaktorkern behalte ich auch noch. Hatte ich nicht eigentlich noch diese Rhodonite? Diese roten Dinger. Die schon alle verkauft? Na gut, dann gebe ich dir erstmal nichts weiter. Aber ich bedanke mich trotzdem bei dir. Ihr schlaft alle. Ich würde sagen, wir gönnen uns für 40 Euro ein Luxusbett, schlafen bis zum Morgen und beenden diese Folge und machen uns in der nächsten Folge dann auf zum Turm dieses Gebiets. Ah, guten Morgen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Einen schönen Tag noch. Ja, ich habe gut geschlafen. Keine Quest, keine Quest. Kangas, der kann mir auf jeden Fall wieder ein bisschen was zeigen. Ein Wischmob muss ich noch fotografieren. Habe ich das echt noch nicht gemacht? Na gut. Kann ich nicht auch eigentlich ein Selfie machen? Selbstporträt mit X? Ja, Holzfäller-Axt. Rostetes Schild, okay. Nee. Ein Bockbogen kann ich hier. Den möchte ich noch gerne fotografieren, ja. Okay. Oh, die liegt da unten. Guckt mal. Da wühlt sie auf dem Boden rum. Oh, ist das ein schönes Bild. Okay. Ich nehme mal diese Axt und dann würde ich sagen, im nächsten Port, da ist noch ein Lagerfeuer. Wir müssen dann aber... Ach, könnte ich nicht eigentlich das Ding noch bereisen? Ich muss mal gucken, wo müssen wir denn eigentlich hin? Wir müssen in die Richtung hier. Nee, da ist nicht... Da ist kein Turm. In der Richtung müsste ja eigentlich der Turm sein. Ich klettere mal auf den Berg da. Damit wir den Turm markieren können, dass wir wissen, wo wir hin müssen als nächstes. Aber erst in der nächsten Folge. Ich weiß, wir sind schon wieder bei 34 Minuten fast. Okay, Rüstgras. Nehme ich alles mit, habe ich denn... Oh, eine Maxi-Rübe. Die nehme ich auf jeden Fall auch mit. Das ist nochmal Rüstgras und... Das habe ich noch nicht. Große Maxi-Rübe, fotografieren wir natürlich auch. Große Maxi-Rübe. Diese Maxi-Rübe ist größer geraten als ihre Artgenossen. Als Kochzutat erhöht sie der reiche Nährstoffgehalt die Anzahl der Herzen über das Maximum hinaus. Oh mein Gott. Habe ich nicht mal mit Einschlag... Das ist ja wirklich... Das ist ja wirklich ein schwaches Ding. Die Waffe. Aber okay. Gut, wir wollen... Eigentlich ja darüber zu dem Turm. Da sind aber Wächter. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich markiere mir den erstmal.
So, das ist unser nächstes Ziel. Und mit diesem Ziel in den Augen verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi. Nein! Rette mein Volk und meine Tochter Zelda.